nachdem ich jetzt meinen Mandelbrot-Server implementiert habe. Das heißt, ich habe einen Webserver, der mir halt immer diese Mandelbrotmenge als Bild zurückliefert, könnte ich jetzt natürlich hier ein Image erstellen und sagen Create Image. Und dann hätte ich sozusagen ein AMI und jedes Mal, wenn ich einen solchen Mandelbrot-Server benötige, dann könnte ich dieses Image nutzen, um einen neuen Server zu starten und hätte dann genau diesen Mandelbrot-Server. Hätte aber den großen Nachteil, dass ich mich jedes Mal, nachdem ich eine EC2-Instanz mit diesem Image hochgefahren habe, mich auf diesem Server einloggen müsste und diesen Mandelbrot-Server starten müsste. Das ist natürlich nicht das, was ich unbedingt möchte. Ich möchte eigentlich, dass dieser Mandelbrot-Server, wenn ich denn dieses Image benutze und eine EC2-Instanz hochfahre, dann soll bitte dieser Mandelbrot-Server automatisch gestartet werden. Dazu muss ich so ein bisschen in die Details von Unix reinschauen. Und da gibt es sogenannte Run-Level. Und Run-Level sind, wenn wir so wollen, Zustände beim Starten eines Betriebssystems, in unserem Fall bei einem Linux-Betriebssystem. Und wenn ich ein System starte, dann werden verschiedene Level durchlaufen. 0 ist das Run-Level, 0 ist der Shutdown. S ist ein Single-User-Betrieb, für Wartungsarbeiten ganz einfach. 1, kein großer Unterschied zu S. 2 ist ein lokaler Mehrnutzerbetrieb, das heißt ohne Netzwerk. Wäre natürlich für unseren Mandelbrot-Webserver auch sinnlos, weil ohne Netzwerk macht er keinen Sinn. Für uns wäre es interessant im Run-Level 3, das heißt Netzwerkbetrieb vorhanden und keine grafische Nutzeroberfläche. 4 gibt es üblicherweise nicht. Und 5 ist Netzwerkbetrieb und zuzüglich einer grafischen Nutzeroberfläche, aber die haben wir ja nicht. Und 6 wäre ein Reboot, also 0 und 6 haben also irgendwo mit einem Shutdown oder mit einem Reboot zu tun. Für unseren Webserver, den würde ich dann eben sinnvollerweise im Run-Level 3, 4, 5 starten. Das heißt, wenn ich in diesem Run-Level 3, 4, 5 bin, dann soll bitte schön auch mein Server gestartet werden. Dann muss ich mich wieder hier einloggen und im Verzeichnis etc initd, da finde ich alle Skripte, die automatisch gestartet werden. Wie hier zum Beispiel sendmail, das startet den sendmail-Dämon. Mit dem Kommando check config -List sehe ich alle Skripte, die in verschiedenen Run-Leveln gestartet werden. Gucken uns wieder unser sendmail an und stellen wir eben fest, sendmail wird im Run-Level 2, 3, 4 und 5 gestartet. Und wir nehmen uns einfach mal dieses sendmail-Skript und kopieren das zu unserem MB-Server-Skript. Und jetzt können wir das editieren. Das meiste werden wir rauswerfen. Wir sehen, es ist ein Shell-Skript. Die Zeilen brauchen wir nicht. Das hier sieht zwar aus wie ein Kommentar, ist aber kein Kommentar. Hier dieses Check-Config kennen wir. Und hier dieses 2, 3, 4, 5 gibt an, in welchem Run-Level dieses Skript ausgeführt wird. Denn wir möchten natürlich nur 3, 4, 5. Was möchten wir auch noch? Hier das nächste, die Reihenfolge, mit der dieses Skript ausgeführt wird. Und wir geben jetzt mal Priorität 99 an. Das bedeutet, dass alle Skripte, beispielsweise im Run-Level 3, die eine niedrigere Priorität haben, zuerst ausgeführt werden. Erst wenn die alle durch sind, das heißt, wenn alles bis 98 durch ist, dann wird mein Skript mit der Priorität 99 ausgeführt. 30 wäre die Priorität beim Herunterfahren, aber die habe ich ja schlicht und einfach nicht, denn beim Herunterfahren wird unser Skript sowieso nicht ausgeführt, deswegen kann ich das ignorieren. Hier die Beschreibung, na gut, dann schreibe ich Starts Mandelbrot Web Server und hier den Rest werfe ich raus. Ich möchte ein ganz einfaches Skript haben. Ich lösche jetzt hier mal. So, jetzt wird es interessant. Im Startfall. Ja, was möchte ich? Da soll der Python-Interpreter bitte schön mein Skript, was ich hier Verzeichnis home ec2 user mandelbrot befindet, dort der mbserver.py, der soll ausgeführt werden. Und ich möchte vielleicht noch eine kleine Meldung ausgeben. Echo mandelbrot web server started. Hier der Return-Wert wird zurückgegeben, das lassen wir. Beim Stoppen soll gar nichts passieren. Das lassen wir auch alles. Und das lassen wir auch. Und damit haben wir eigentlich unser Skript fertig.
Wir können jetzt mal schauen, ob es funktioniert. Wichtig, dass es ausführbar ist. Hier ist unser MB-Server und wir sehen, der ist ausführbar. Probieren wir es da einfach mal, ob dieses Skript ausführbar ist. Und er sagt, ich soll noch Start, Stop oder irgendwas dahinter schreiben und Start. Und jetzt sagt er mir, ups, der Mandelbrot-Server läuft schon. Und den müsste ich jetzt erstmal beenden. Gut sein. Jetzt ist er weg. Und jetzt könnte ich auch mal schauen, ob mein Selbst- oder mein Startskript funktioniert. Start muss ich noch dahinter schreiben. Und Sie sehen, wenn ich jetzt MB-Server Start aufrufe, dann wird mein Mandelbrot-Server gestartet. Jetzt könnte ich mal versuchen, ob er auch wirklich gestartet wird. Ich führe jetzt mal einen Reboot durch. Dann verliere ich gleich meine SSH-Verbindung. Und es dauert jetzt eine ganze Weile, bis mein Server wieder da ist. Und ich kann mir in der Zwischenzeit mal angucken, was denn eigentlich passiert. Und ich habe auch eine Konsole, bei der ich sehen kann, was da gerade abläuft. Die finde ich hier im EC2 Dashboard unter System Konsole. Dann sehe ich jetzt hier das Letzte, was passiert, ist ein Restart. Diese Konsoleinformation, die würde eigentlich ausgegeben werden auf dem Monitor, der direkt an diesem Rechner verbunden ist. Das haben wir natürlich hier nicht. Kommt mit einer gewissen Verzögerung. Das heißt, ich mache jetzt mal eine kurze Pause und dann schauen wir noch mal rein. So, jetzt sind ein paar Minuten vergangen. Schauen wir mal, was unsere Konsole sagt. Get System Log. Scrollen wir ganz nach unten. Und dann sehen wir, was hier so alles gestartet wurde. Und hier als allerletztes, weil wir Priorität 99 hatten, da sagt er hier, offensichtlich hier unser Server ist gestartet. Und jetzt können wir das natürlich nochmal ausprobieren. Mal gucken, ob er denn wirklich läuft. Und Sie sehen, er läuft in der Tat. Jetzt gehe ich natürlich ran und wenn ich jetzt schon mal so ein Image habe, wo denn mein Server auch automatisch startet, dann lege ich mir dieses Image natürlich an, damit ich später noch Server hochfahren kann. MB Demo. Und hier habe ich ihn und lege das Image an. Gucken wir mal rein hier in die Amis. Müsste ich sehen. Hier ist es. Es ist noch pending. Dauert also eine Weile, bis dieses Image dann auch verfügbar ist und ich mir meinen Server hochfahren kann.